Hi Sportsfreund, großen Dank an dich, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin Matthias und heute geht es um den Chorbereich. Das Programm heute nennt sich Quick and Dirty. Wir werden in kurzer Zeit den Bauch zerstören, würde ich mal sagen, mit ein paar lockeren Übungen. Lass uns beginnen mit einem Warm-up. Ich beginne gerne meinen Warm-up mit einem Hampelmann. Der Hampelmann ist ideal, um den ganzen Körper auf Betriebstemperatur zu bringen und gleichzeitig die Muskulatur auf das Workout vorzubereiten. Oh yes, spring locker mit den Füßen zur Seite und deine Arme gehen mit hohem Boden über den Kopf. Atmen nicht vergessen, da die Herzfrequenz jetzt steigt und die Organe mit Blut versorgt werden. Noch 4, 3, 2 und 1. Geh rüber in Power Jacks. Geh ein bisschen weiter runter in die Kniebeuge. Super. Dieses Trainingsprogramm sollte in jede Werbungunterbrechung passen. Noch 4, 3, 2 und 1. Bleib am Hüpfen. Stell dir vor, du hast ein Springseil in der Hand und schön aus dem Sprunggelenk heraus den Körper auf- und abfedern. Nimm deine Arme, Schulter hoch. Sehr gut. Arme wieder zum Körper. Super. Noch 4, 3, 2 und 1. Komm in einen schulterbreiten Stand und rotiere mal deinen Oberkörper nach links, nach rechts. Aktiviere die schrägen Bauchmuskeln und dein Arm geht schön nach hinten. Rotiere den Oberkörper schön nach links, nach rechts. Dein Blick folgt der Hand, die nach hinten geht. Sei locker im Stand, geh ein bisschen leicht in die Kniebeuge runter. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Du neigst dich ein bisschen nach vorne und jetzt geht rechte Hand, linker Fuß, linke Hand, rechter Fuß. Und hier auch wieder dein Blick folgt der Hand, die nach oben geht. Aktiviere deinen Chorbereich. Sehr schön. Schön die Bauchmuskeln aufwärmen. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Pendel dich in der Mitte ein, komm aufrecht. Und jetzt sind wir warm genug, wir gehen runter zu Boden. Mach einen Schritt nach vorne, senk das Knie, komm rückenfreundlich zu Boden. Dreh dich um, setz dich auf deinen Po, geh Wirbel für Wirbel runter. Und jetzt legst du erstmal deine Arme neben den Körper ab. Deine Beine werden angehoben, 90 Grad Winkel. Achte dabei darauf, dass deine Knie nicht über die Hüfte hinweggehen. Und jetzt erstmal Fahrrad fahren. Oh yeah. Quick and dirty. Passt in jede Werbungunterbrechung. Jetzt nimmst du mal langsam deine Hände an die Stäfe und du kommst jetzt mal mit den Schulterblättern vom Boden weg und du fährst weiterhin Fahrrad. Jetzt spürst du eine Spannung im Bauch.
Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, was gleich passiert. Da werden wir den rechten Ellbogen zum linken Knie bringen und den linken Ellbogen zum rechten Knie. Super. In 4, 3, 2 und 1 beginnen wir, die Ellbogen zum Knie zu bringen, um die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren. Hier schön darauf achten, dass das Schulterblatt vom Boden weggeht, damit du es in den schrägen Bauchmuskeln spürst. Yes. Zähne zusammenbeißen. Die letzten Sekunden sind immer hart. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Wow. Crazy. Jetzt hebst du deine Beine an. Jetzt bringst du die rechte Hand zum linken Fuß und die linke Hand zum rechten Fuß. Berühre schön deine Zehen. Super. Komm schon hoch. Klasse. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Leg deine Hände neben den Körper ab und jetzt rollst du aber schön deine Knie zur Brust. Achte dabei drauf, dass deine Fersen ganz nah beim Po sind und dass du hier nicht mit Schwung arbeitest, sondern aus dem Bauch heraus dein Knie zur Brust bringst. Oh yes. Hebe schön die Hüfte vom Boden ab. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Heb deine Beine wieder an. Jetzt versuchst du gleichzeitig deine Zehen zu berühren. Mit beiden Händen zu den Zehen hoch. Super. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Leg die Hände neben die Hüfte ab und jetzt hebst du deine Hüfte immer wieder an. Hier nicht mit Schwung arbeiten, schön kontrolliert. Die Hüfte nach oben bringen. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Vorletzte Übung. Bring deine Beine runter. Deine Fersen liegen auf dem Boden, deine Beine sind angewinkelt. Und jetzt gehst du mit der linken Hand zum linken Knöchel und mit der rechten Hand zum rechten Knöchel.
Hier gehst du schön in den Crunch rein. Immer schön abwechselnd. Schnell. Hier würde ich drauf achten, du löst wieder die Schulterblätter vom Boden ab. Sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt hebst du mal deine Beine an. Und du drückst jetzt mit den beiden Händen gegen das Knie. Und du löst die Schulterblätter vom Boden und drück. Einfach drücken. Ich weiß, es fängt an zu zittern. Drück noch mal ein bisschen mehr. Drücken, drücken, drücken. Yes, du hast es gleich geschafft. Gib nochmal alles, du bist zu Hause. Werde aktiv und glücklich. Nochmal alles geben. Noch 4, 3, 2, 1. Crazy. Gib dir gedanklich einen High Five. Nimm sie Arme über Kopf. Streck schön die Bauchdecke durch. Oh yes. Mach die Beine lang, die Füße sind geflext. Spür die Länge im Bauchbereich. Da soll es hingehen. Jetzt neigst du dich mal nach links. Deine Füße gehen auch nach links. Und du spürst jetzt eine Dehnung in der rechten Flanke. Bis in den kleinsten Finger. Geh noch ein bisschen weiter in die Neigung rein. Sehr gut. Komm zur Mitte zurück. Wir gehen zur rechten Seite rüber und hier auch so schön weit nach rechts gehen, dass du die Dehnung bis in den kleinsten Finger spürst. Super. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Greif die Kniekehle, komm mit dem Schwung nach oben und jetzt kommen wir nochmal in den Vierfüßlerstand. Bringst deine Hüfte zu Boden und jetzt hier in die sogenannte Cobra-Haltung, dass du die Hüfte zum Boden bringst und gleichzeitig stolz mit der Nase nach oben gehst und hier die Bauchdecke nochmal schön in die Länge ziehst. Oh yeah. Halten, genießt die Dehnung. Super. Jetzt bringst du nochmal deinen Po zur Ferse. Leg nochmal die Stirn ab. Sehr, sehr gut. Gleite mit den Händen zum Knie. Richte dich Wirbel für Wirbel auf, am Ende kommt der Kopf. Sehr schön. Richte ein Bein aus, stütze dich auf dem Knie ab, komm nach oben. Gib dir ein High Five, Daumen nach oben. Sehr, sehr gut. Das war wieder ein strammes Programm heute in kurzer Zeit. Quick and Dirty. Ich bedanke mich für deine Zeit und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, täglich grüßt die Gymnastikmatte. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Matthias. Ciao.